20.15 Uhr, ZDF, Friesland, Asche zu Asche. Nach dem Tod seiner Tante Theda bleiben Arbeit und Kosten an Henk Kassens, Maxim Mehmet, hängen. Dann wird auch noch die Bestatterin Cornelia Mundtot am Fuß ihrer Treppe aufgefunden. Während Henks Kollegin Süa Özlügül, Sophie Dell, die Todesumstände genauer untersuchen will, deutet für Kommissar Brockhorst alles auf einen Unfall hin. Laut Tochter Marion, Julia Maria Köhler, hatte die Tod nur einen einzigen Feind. Wolfgang habe Dank, Holger Stockhaus. Ihren ärgsten Konkurrenten. »20.15 Uhr, Worn, der Bozenkrimi, leichte Beute. Bei einem Einbruch wird ein pensionierter Richter in seinem Haus mit der eigenen Waffe erschossen. Ein verunglückter Raub mit Todesfolge oder ein kaltblütiger Racheakt? Frau Kommissario Sonja Schwarz, Chiara Schoras und Capo Matteo Zanchetti, Tobias Oertel, halten beides für möglich, denn das Opfer, als Richter Eisenhardt verschrien, hatte viele Feinde. Nahtlos passt der Fall aber auch in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Alarmanlagen auf rätselhafte Weise versagten. 21.45 Uhr, der Kriminalist, Mutter des Sturms. Waldarbeiter finden die Leiche von Angie Schulte. Das Mädchen wurde erstickt und nach muslimischem Brauch bestattet. Schumann, Christian Berkel und sein Team vermuten eine religiös motivierte Tat. Angies Eltern wollen nicht gewusst haben, dass ihre Tochter zum Islam konvertiert ist. Noch vor kurzem ist sie mit ihrer Freundin Amatola, Almila Bagriazik, um die Häuser gezogen. Doch auf Angies Computer finden sich Videos, in denen sie sich fanatisch zum Islam bekennt. 21.45 Uhr, das erste Winterkartoffelknödel. Ein Eberhofer Krimi. Dorfgendarm Franz Eberhofer, Sebastian Betzel, ist so weiß wie die Winterkartoffelknödel seiner Oma. Den Anblick des toten Neuhofer-Sohns muss er erstmal verdauen. Wie aus heiterem Himmel hatte sich ein Baucontainer vom Kran gelöst und den unglücklichen Punkt genau unter sich begraben, direkt vor der eigenen Haustür. An einen Unfall mag der in seinen Heimatort Niederkaltenkirchen strafversetzte Polizist nicht so recht glauben. Mit Hilfe seines früheren Kollegen Rudi Birkenberger, Simon Schwarz. Der inzwischen als Privatdetektiv arbeitet, findet Eberhofer heraus, dass an der Aufhängung des Containers manipuliert wurde.